Ja, das gibt es, glaube ich, wirklich nur in Köln. So ein Gefühl, ein Gemeinschaftsgefühl und dann auch in der mehrsprachigen Version. Danke euch. Ja, ich wollte die Chöre vorstellen, die jetzt noch dazugekommen sind, die Vereinigten Chöre Kölns. Zu ihrer Rechten, es gibt nicht nur den Jugendchor St. Stephan in dieser Stadt, sondern auch einen Erwachsenenchor St. Stephan, die Damen und Herren da rechts. Es gibt von der Rheinischen Musikschule hier in Köln einen Inklusionschor. Und weil das so ein langer Name ist, haben wir den abgekürzt. Das ist der E-Chor da vorne rechts. Und die Kinder, die sich hier vor dem Jugendchor St. Stephan in der ersten Reihe vor der Bühne aufgebaut haben, kennen sie vielleicht aus dem Fernsehen mit anderen Farben. Die treten normalerweise in Schwarz und Türkis auf. Allerdings, wir haben anderthalb Jahre nicht mehr gesungen. Die sind alle aus ihren T-Shirts rausgewachsen. Deswegen sind sie heute in Zivil hier. Das sind die Lucky Kids! Schön, dass ihr da seid. Und jetzt zu ihrer Linken. Das ist der Seniorenchor der Rheinischen Musikschule mit dem schönen Namen Spätlese. Und der letzte Chor, den ich Ihnen vorstelle, das sind die Herren da hinten, die nicht nur gut singen, sondern auch gut trinken können. Und das ist der Männerchor Frisch vom Bass. Und jetzt zum großen Finale mit allen Chören hier an der Südbrücke singen wir ein Lied, was extra für diesen Tag geschrieben worden ist, zur Musik von Szenaria von Christoph Broll, hat der Pfarrer der evangelischen Luther-Kirche, Pfarrer Hans Mörter, einen neuen Text mit einem Team zusammengeschrieben. Und ich glaube, das wird jetzt noch wirklich ein schönes, großes Finale, wenn Träume uns führen und wir die Ängste verlieren mit den tausend Stimmen hier zusammen. Und wenn erst... Ihr werdet jetzt ein paar Mal hören, singt gerne mit. Das ist dann der Abschluss dieses wunderschönen Tages. Fleisch und Blut.
Schwestern und Brüder, vereinigt euch, und was wir wollen, ist ein Platz für unser Glück. Tiefe Verbindungen, Liebe, jeder hat das Recht auf ein Stück davon. Erinnert euch, wir sind gleich, kein Mensch will im Krieg leben. Kriege nützen dem System aus Geld und Macht, doch wir zusammen sind nicht das gemachte System. Jetzt ist es Zeit für den Frieden, auf die Straße zu gehen. Spitzenklasse. Und der Nils, der den Rap gesungen hat, hat heute den Rap, du warst anstelle von Ecofresh, danke dir, da wird der Ecofresh neidisch sein, wenn er das hört. Wir werden von der ganzen Veranstaltung heute, ja, Nils, super. Von der gesamten Veranstaltung werden wir einen Trailer veröffentlichen, irgendwann, ich glaube, im Laufe einer Woche, den der Stefan Bender zusammenstellt und aus unserem Team SOS Save Our Souls. Und genau, also das heißt, look, guck dann, weil wir da die Essentials dann drin haben, sagt es weiter, transportiert dieses Lied weiter. Transportiert es weiter, erzählt es jedem. Ihr könnt es erreichen über lutherkirche-südstadt.de. Da ist es auf jeden Fall drauf und sonst im Netz auch. Ihr dürft es verteilen und wie bekloppt, ne? Also werbt dafür, okay. Und vielleicht schnallen es die Medien auch, dass das ein Lied ist, das wirklich bewegt und uns auf den Weg bringt. So, ich danke vor allem Christoph Boll, das ist mein Partner von SOS Save Our Souls. Christoph, genialer Musiker, von Szenario auch, der hier in der Produktion des Liedes auch ganz stark mit drin war, der den musikalischen Ablauf heute hier dirigiert hat, Stage Manager war, Planer, Denker und so weiter. Einfach geil. Alle Bands, die dabei waren, hammerhart, ne, dass sie mitgemacht haben, in so einer Präsenz, gewaltig. Das ist die Zukunft. Nein, das ist nicht Zukunft, das Gegenwart, das ist jetzt. Und lasst euch von niemandem erzählen, ja, wenn und aber und so weiter. Nein, jetzt leben wir und jetzt fordern wir unser Leben als Menschen ein und setzen das auch durch, machen es auf diesem Weg. So, Chiller. Ja. Da. Ja, jetzt würde ich gerne alle, die an der Organisation dieses Riesen-Events mitgewirkt haben, gerne auf die Bühne bitten. Also ich in der Reihenfolge, wie ich euch jetzt hier sehe. Wolfgang,
Bitte, Claudia, Gregor, Klaus Ulrich, Vero, so, wer ist da noch? Ist die Gabi da, Gabi Klein? Angelika, wo bist du? Angelika Link-Wilden, ist sie hier oder ist sie dort hinten irgendwo? Genau, dort hinten steht sie. Ja, da ist sie. Genau, ganz, ganz viele Leute, die Kollegen, Kollegen, die ihr hier seht, aber auch andere, die jetzt schon gehen mussten, haben daran mitgewirkt, dass das hier überhaupt möglich war. Und es hat uns, ne, Hans, unglaublich viel Spaß gemacht zu moderieren. Wir hatten richtig, richtig viel Spaß. Unser Herz quillt über vor Glück, vor Endorphinen oder wie sich das alles nennt. Ich finde das toll mit den Chören. Bin fasziniert. Schön, dass ihr so lange, wir haben ein bisschen überzogen, aber so ist das halt nun mal. Toll, dass ihr da wart. Du willst noch was ganz Wichtiges sagen, glaube ich. Ich sage aber schon mal tschö, bis zum nächsten Mal und kommt alle gut nach Hause. Und wir müssen weiterkämpfen. Bald sind die Wahlen. Ihr habt die Aufrufe gehört. Danke, Sheila. Es gibt noch was, das habt ihr nicht mitgekriegt. Backstage hinter der Bühne passiert natürlich auch einiges. Da muss Essen da sein, da muss Trinken da sein. Und ich freue mich und sage ein ganz dickes Dankeschön an deinen Speisesalon, an Jutta, Sebi und Doro aus Ehrenfeld, die einfach First-Class-Catering machen. Nachhaltig, echt lecker, gut. Die ganze Crew und Musiker und Musikerinnen versorgt haben. Auch Amazons aus Solidarität. Obwohl es ihnen auch dreckig gegangen ist nach Corona. Das ist Köln. Das sind wir zusammen. Denn hey, helft mal zusammen, ja, was noch passiert. Und ihr seht, es ist auch nicht so, man macht so eine Veranstaltung nicht so einfach so. Also die Logos zum Beispiel, Hashtag wegfrei und sichere Häfen, die ihr kennt mit dem Leuchtturm. Das hat uns Facts and Fiction, einfach eine Agentur aus dem Rheinhafen gemacht, enge Verbündete von uns von SOS Safe Our Souls, die es auch umsonst gemacht haben. Das ist eine ungeheure Power, das hat Signal, das zeigt Qualität und Präsenz. Hier sind wir, nicht wegzudenken. Und dass es manchmal auch Bündnisse gibt, die ein bisschen, ich bedanke mich einfach auch an Ströer. Die haben nämlich eine dicke Werbung für uns gemacht in den U-Bahnen. Aber wir sind da miteinander in der Diskussion und ich habe gemerkt, Ströer ist lernfähig und das ist gut so. Aber auch da kein Schwarz-Weiß-Denken, sondern guck mal, wie wir miteinander klarkommen. Nur so geht Zukunft. Und wir fangen jetzt an. Und ich sage euch, macht das Kreuzchen richtig, ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, wird sich nicht so viel ändern. Da sind wir alle gefragt, nachzuhalten, gegenzusteuern, unsere Träume zu erzählen, an unseren Visionen zu arbeiten und so neu zu gestalten. So, ich sage jetzt kein Wort mehr, weil ihr könnt selber denken. Also, Aufbruch ist dran und danke euch fürs Kommen und für eure Geduld. Und Teilzeithaltung macht weiter. Ne?